Dann fahren wir nachher, denke ich, noch nach Den Haag. Spätestens in einer Stunde, denke ich. Spätestens in einer Stunde, sagt sie gerade. 7 Uhr. Ja, dann muss ich aber reinhauen mit dem Handy aufladen, ne? Anyway, wir sind gleich im Hotel. Und da habe ich einen Top drunter, weil das voll durchsichtig ist. Und dann habe ich diese Zara-Hose an. Und wir müssen jetzt los, weil wir fahren jetzt nach Den Haag. So, ich habe noch mehr... Hallo, ich rede. Ich habe noch mehr Vitamin Water geholt. Oh ja, das ist toll. Und jetzt fahren wir nach Den Haag. Zu Piscata. Leute, das ist jetzt mein zweiter Den Haag-Vlog. Wir haben es geschafft. Das geht an die Person, die unter meinem ersten Video den Den Haag-Vlog. Ja, es ist nicht meine beste Arbeit, aber es war meine erste Arbeit. Okay, es war mein erstgeborenes mit iMovie, okay? Also, ganz ehrlich, fand ich ganz schön gemein von dir, was du da kommentiert hast. Mein Gott, die haben richtig coole Gebäude, ey. Das ist richtig perfekt, muss ich ganz ehrlich sagen. No undercover, me now wear wire. It's time for a little party. So, wir sind on the hunt für Essen. Meine Mama kann sich nicht entscheiden, was sie gerne essen möchte. Ich aber auch nicht. Und hier gibt es ganz viel Auswahl. Aber irgendwie, weißt du, so, wisst ihr, wenn man so richtig Hunger hat und weiß nicht, was man essen will und nichts ist irgendwie so geil genug? Ja, mal schauen. Aber es ist so schön hier. Mal, was findest du schöner, Utrecht oder Den Haag? Jetzt will ich Den Haag sagen. Wenn ich das anders schon gesehen hätte, würde ich sagen, Utrecht. Okay. Leute, das ist so pretty. Ach, Entree, ja, da müssen wir rein, glaube ich. Okay, also die hatten richtig, richtig viele leckere Sachen. Aber Madame hat entschieden, dass sie doch lieber eine Auswahl an Pasta-Spezialitäten hätte. Und deswegen gehen wir jetzt wieder ab zurück. Also Mädels, geht das nicht hier? Hallo, mach mich hübsch. Für die Mutti. Ach, ich war tot aus. Okay, anyway. Ich habe es meinem Freund gerade schon erzählt, jetzt muss meine Mutter das nochmal hören. Also, wir sind jetzt mit diesem Italiener und meine Mutter und ich haben uns so beide unsere Pasta-Gerichte rausgesucht, ne? Und dann sehe ich unter den Pasta-Gerichten, das ist auch Pizza. Und ich so, ja Mama, oder möchtest du dir was teilen? Soll ich mir eine Pizza holen und bla 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 und wir teilen das? Weil eigentlich möchte ich auch Pizza, ich möchte auch Nudeln wirklich jetzt zum Beißen, ne? Und dann liest meine Mutter sich das so durch und so, ja, das hört sich auch gut an. Und habe ich das Gefühl, ich zwinge sie dazu. Und dann meinte sie, ja nee, komm, nimm einfach deine Pasta. Und dann meinte sie so, nee, jetzt will ich Pizza. Und jetzt esse ich einfach Pizza und Pasta, also Win-Win für mich. Das wollte ich euch erzählen. Außerdem habe ich diese Oliven gegessen und die sind eigentlich lecker. Mann, lädt mich aus. Ich hab einfach Olive zwischen den Zähnen. Ja, aber... Oh mein Gott. Okay, die sind sehr lecker. Meine Mutter hat mir sehr liebevoll dieses Pizzastück übergegeben. Hey Leute, Postabendessen. Die Pizza und die Nudeln führen mich gerade, weil wir speedwalken. Ich bin noch nie so schnell in meinem Leben so gelaufen. Zum Bahnhof, damit wir rechtzeitig noch nach Hause kommen. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, wir waren so schnell. Sollen wir da vorne lieber einsteigen, direkt in der Haus? Okay, wir haben so eine fucking Daubbrücke hinter uns hinterlassen, Alter. Wir sind so durchgespeedet, ne? Easy, wir haben gerade 4 Minuten Zeit. Ich brauche eine Pause. Das ist ja mega scheiß Qualität. Also wir sind richtig auf Spontee jetzt einfach im Hotel und in der Bar. Und meine Mutter trinkt jetzt eine heiße Schokolade mit Sahne. Und ich trinke, glaube ich, einfach noch eine Cola. Oder Tee. Ja, das war's. Ne? Ich hab's gerade schon gesagt. Mit Mutti im Urlaub, da lädt man richtig was. Ich werde jetzt wahrscheinlich schon im Bett alleine. Okay, never mind, die Kaffeemaschine wurde schon sauber gemacht, deswegen habe ich auch Tee genommen. Schwarzer Tee. Hoffentlich kann die Maus noch schlafen nachher. Und ich Kaffee. Hier, wie heißt das?
Genau. Und die Kinder. Ich kann bestimmt nicht schlafen. Meine Mutter möchte jetzt gleich nach also legen so Milchdinger rum, ne? Weil das ist mit schwarzem Tee. Und jetzt hat sie gerade geübt, welchen Satz sie sagen muss auf Englisch, damit sie die Milch haben darf. May I have some milk, please? Der kleine Maus sitzt auf glühenden Kohlen. Oh, excuse me, can I have some milk for the tea? Oh, wir sind die Letzten hier im Rest in der Bar, ne? Ich weiß, wie abfuck das ist, wenn man so noch zwei Gäste im Restaurant hat. Das sind wir heute. Also geben auch Getränke. Meine Cola schmeckt auch sehr gut. Die wird mir einfach eingegossen, voll Premium. Oh, und geben einfach ist eingeschlafen. Mama, warte. Ich kann nicht laufen. Immer der linke, Alter, ich bin mein scheiß Opfer, Alter. Es kribbelt so. Das ist ein schlimmes Gefühl. Leider. Meine Mutter sagt, ich soll draufhauen, Alter. Wir sind voll Idioten. Okay, jetzt wird's besser. Das Schlimmste ist, wenn man richtig lange auf dem Klo saß und einem Füße einstarrt. Und dann, okay, man aufsteht. Alter, muss man schon lange gesessen haben, ey. Legt man sich so voll auf die Fresse. Genau, wir haben es geschafft. Ey, wir gehen jetzt endlich wieder rein. Honey, I'm home. Spaß. Okay. Ich merke die Kohle. Ich habe halt auch legit mehr, wie heißt das? Cola als Wasser getrunken. Es ist auch schon nach 11. Ich bin schon so lange wach, ne? Wow, guten Morgen, Leute. Ich bin schon angezogen. Es ist nach 9. Fitcheck, meine Gesundheit. Mein Outfit ist jetzt nicht sehr cool, aber es soll regnen. Deswegen musst du das jetzt einfach mal herhalten. Genau, wir laufen jetzt zum Bahnhof. Der ist so 100 Meter entfernt. Und dann fahren wir nach Amersfoort. Und dann, ach, sieht so ranzig aus. Bah. Und dann fahren wir vielleicht noch nach Apeldoorn. Und dann geht's back. So, hier seht ihr noch einmal unsere Aussicht. Und hier seht ihr mich. Jetzt habe ich ein bisschen. Und jetzt seht ihr die Aussicht und Utrecht. Hier ist so die Mall. Da waren wir gestern drin. Das war super duper. Und da habt ihr mal eine Story gehört. Von dem Typen. Schon irgendwas war. Mit seinen Dulli, ne? Ich lade ja heute hoch mein Video und ich habe gesagt, noch stressmäßig jetzt wieder da waren, bearbeitet gestern Abend. Und dann habe ich ja Karte in meinem Thumbnail stehen bei meinem Haul. Guckt euch das bitte an, wenn ihr euch das so nicht angeschaut habt. Bitte. Und ich habe einfach Karte falsch geschrieben. Meine Mutter so, schreibt man das nicht mit Doppel-T? Und ich so, oh mein Gott. Ja. Und jetzt konnte ich das nicht mal richtig bearbeiten. Jetzt ist irgendwie eine andere Schrift da. Anyway, wir gehen jetzt los. Tschüss, Hotel. Dina geht zur Schule. Oh, Fitness! Oh mein Gott. Ich hab jetzt Essen. 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 It's over, it was a rainbow, but was sinking, lost my hue. I might come running back, when our hearts get back on track. When the stars line up, that's that. I've been attached, just looking out. We moved so fast, was moving south. Through my secret sauce, flew in and out. Miss how you gloss that pretty mouth. Time for the two of us. Ooh, I ain't got space to be thinking about you. Schön. Hi, wir sitzen jetzt in einem Café, das heißt Barista-Café, ist sehr, sehr dafür. Ich hab schon aufgetrunken, Mama. Und jetzt löffel ich meine Milch, unser Essen ist noch gleich da. Meine Mutter hat sich das Barista-Breakfast bestellt, das ist einfach eine kleine Spezialität für unsere kleine Prinzessin. Und ich habe sowas mit Rührei aus Avocado-Brot. Und ohne Bacon. Ich mag Bacon nicht so. No. Ich bin müde. Mama, soll ich mir gleich noch einen Kaffee holen? Wir müssen hier dann zur Toilette gehen. Ja, true that. Okay, ich hatte vergessen, das Frühstück zu filmen, aber ich zeige euch das einfach. Einfach, das war sehr lecker. Ich habe noch einen weiteren Cappuccino zerstört. Und jetzt
Die hat eine richtig süße Toilette. Ich hätte es euch gerne gezeigt, aber es ist besonders schlecht. Ja, jetzt war ich jetzt meine Mutter und dann gehen wir weiter. Wir gucken uns irgendwie zu Grachtmann oder so und dann fahren wir, denke ich, auch bald. Das ist schon ganz was. Update, wir fahren jetzt schon wieder Richtung nach Hause. Meine Mama hat keinen Bock mehr auf mich. Okay. Und ja, wir chillen hier jetzt. In 5 Minuten kommt der Zug. Ich bin auch mega müde irgendwie. Ich merke immer noch die Erkältung, glaube ich. Die kickt gerade richtig rein. Und dann penne ich das gleich auf der Rückfahrt. Okay? Mhm. Okay. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns, falls irgendwas passiert. Me.